So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke, leider ohne Brille, ne? Aber ihr wisst Bescheid, denn wir waren unterwegs und haben was gefunden. Sushi Wraps. Wraps aus Sushi. Wie ihr das drehen und wenden wollt, ist euch überlassen. Das sind die zwei Amigos. Da habe ich noch nie gesehen. Sieht auf jeden Fall mega interessant aus. Guckt euch das so mal an. Adi ist auch am Start. Das sind Sushi-Wraps. Wraps aus Sushi. Also eigentlich nur so viel Sushi aneinander gekleistert, dass das aussieht wie ein großer Wrap. Es gibt zwei Sorten. Einmal diesen Sushi-Wrap von Wrap for You mit Surimi-Stick. Hier ist das Girl drauf mit Surimi-Stick. Und einmal, das ist ja auch ein Girl, Sushi-Wrap, Wrap for You. Mit Pasta aus gebackenem Lachs. Ich glaube, der Adi, der merkt, dass das Sushi drin ist. Der ist ja total wild hier drauf. Adi, was ist? Adi, nicht in die Nase beißen. Wir machen das jetzt mal auf. Hier ist nämlich zweimal Soße drin. Ah, Mann! Hier ist zweimal Soße drin. Hier, wenn ihr das hier aufmacht, habt ihr hier einmal so einen Kanister mit Soße. Hier habt ihr noch einen Kanister mit Soße. Zack, das stellen wir jetzt hier hin. Wir machen hier unten das auch auf. Das geht. Na, die isst immer noch die Tüte. Das geht ganz einfach. Wir nehmen diesen ganzen Prügel in die Hand. Guckt euch ein Handprügel an. Boah, wie der riecht. Richtig ekelhaft. Finde ich gut. Ihr wisst, Sushi ist immer nicht so lang haltbar. Das muss man immer relativ fix essen. Jetzt habe ich das irgendwie vergessen. Jetzt liegt das immer noch hier rum. Sieht aber auf jeden Fall köstlich aus, oder nicht? Guckt euch das doch mal an. Dieses schöne Sushi-Menü mit einmal hier irgendwelchen Surimi-Sticks drin und einmal hier halt mit irgendwelcher Lachscreme und einmal hier mit Katsan. Katsan ist auch am Start. Das stellen wir jetzt hier hin. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das essen. Wir nehmen das einfach in die Hand. Wir machen dieses Döschen auf. Kleckern das irgendwie da drüber und beißen einfach rein wie ein Verrückter. So, einmal hier drauf. So, jetzt ist auf jeden Fall der Akku leer gewesen. Deswegen weiß ich nicht mehr, wo ich war. Deswegen müssen wir uns jetzt beeilen, denn ich sehe, der ist auch gleich leer. Das ist wieder mal Vorbereitung. Der dritte Akku, den ich sonst hatte, ist übrigens kaputt. Der geht nicht mehr. Seit der Bismarck-Wanderung ist der irgendwie komplett tot. Der geht auch nicht mehr laden, der geht gar nichts mehr. Ich weiß nicht, was der wieder gemacht hat. Zu viel gesoffen wahrscheinlich. Hier tropft jetzt schon wieder alles raus. Das finde ich sehr gut. Wir machen noch mal kurz einen kleinen Spritzer hier auf dieses Röllchen und beißen jetzt wirklich mal rein in diesen Surimi-Stick-Rap. Ist ja frisch und köstlich. Ich glaube, wir packen uns hier die ganze Soße einfach drauf. Entfernen das Katzenhaar. Sehen zu, wie es hinten weiter raustropft. Geschmacklich kann ich da gar nicht viel sagen. Da muss ich erst unseren Kollegen hier testen, wie der im Vergleich zu dem schmeckt. Wie gesagt, Surimi. Stick, jetzt hier diese Lachspaste, wo drunter komischerweise auch Soße raus tropft, obwohl ich da noch gar keine dran gemacht habe. Tröpfeln wir hier mal von dem anderen Tütchen auf Lachspaste drauf. Ein Riesenbissen. Okay. Ich glaube, die Lachspaste. Es schmeckt mir auf Anhieb sogar direkt besser, ist irgendwie präsenter, ist irgendwie auch viel kräftiger und schmeckt auch irgendwie gar nicht so fischig wie das andere. Obwohl Surimi-Sticks eigentlich auch gar keinen Geschmack wirklich haben. Das heißt, wir tröpfeln uns nochmal hier was drauf oder träufeln. Oh ja. Also mein Favorit ist auf jeden Fall der mit der Lachspaste. Surimi-Steak ist trotzdem was ganz Normales. Also wer gerne Sushi isst, der sollte sich die zwei Teile mal reinziehen, mal besorgen. Die haben wir, glaube ich, in der Norma gefunden. Lagen die da in diesem Takeaway-Snack-Regal, wo es auch immer diese dreieckigen Sandwiches gibt. Wir werden jetzt hier den Rest alles noch reinschlingen.
Und falls der Akku nicht hält, verabschiede ich mich jetzt schon mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ansonsten schneide ich noch eigentlich genüsslich jetzt diese Wraps für Speise. Und gefühlt schmeckt mir der jetzt plötzlich wieder besser als der erste, als der zweite, also als der andere. Also, das ist ein Wechsel. Die Geschmacksnerven eskalieren, ein Wechselbad der Gefühle. Kamera hält noch. Das heißt, wir tröpfeln nochmal hier auf diesen, auf diese Lachspaste. Und wieder tropft es dann einfach unten raus. Das ist so genial. Wie wir hier rumsauen können die ganze Zeit. Aber ich glaube, jeden Tag könnte ich das auch nicht essen. Irgendwie ist es nach der Zeit so aufdringlich und so gewöhnungsbedürftig. So fropfig, so frampfig, so alles dabei. Ich glaube, den Begriff frampfig kennt wieder keiner. Pack uns einfach den ganzen Rest drauf an der Soße. Das sieht so aus, als würden wir die Soße nehmen und können sie einfach so auf den Teller machen, weil sie eh komplett unten rauskommen. Esst ihr gerne Sushi? Schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten Peace out forward, euer Ramses. Zum Zweiten. Ah, widerlich.